Meine schöne Aufgabe, und zwar Röntgenstrahlung. Ich habe eine gewisse Schicht, also ich habe hier eine Strahlung und ich habe hier eine Schicht, die verhindert die Strahlung nicht ganz, aber sie lässt bloß noch irgendwas Wenigeres durch. Ja, und das folgt wieder mal den typischen Exponentialzusammenhängen. Und die Formel Lambert-Baer, die haben so eine ähnliche Formel oder sehr arg ähnliche Formel entwickelt. Die sieht in diesem Fall so aus. Ich sage ganz einfach, die Intensität dessen, was messbar ist, was rauskommt, ja, also die neue Intensität sozusagen, abhängig von der Schichtdicke, entspricht rund, oder das ist eine empirische, also eine Erfahrungsformel, oder sogar ziemlich genau, der Ausgangsintensität mal E, der Eulerschen Zahl, hoch minus. Und das ist ein gewisser Abschwächungskoeffizient, sagt man. Der wird in 1 pro Zentimeter angegeben, mal der Schichtdicke. Also hier müsste ich eigentlich eine Klammer rummachen, da würde man es besser sehen. Ich mache übrigens gerne Klammern. Jetzt ist folgende Beispielaufgabe gegeben, und zwar wir haben eine messbare Intensität hier hinten von 50 Kiloelektronenvolt und die Ausgangsintensität waren 100 Kiloelektronenvolt und eine Schichtdicke von 1,6 Zentimetern. Und wir wollen eigentlich rausbekommen, welche Schichtdicke brauche ich, damit hier hinten bloß noch ein Sechzehntel der Strahlung messbar ist. Aber wir wissen schon, bei 1,6 Zentimetern ist es die Hälfte. Und jetzt Beispielaufgabe ist, ich setze einfach ein und deswegen habe ich das jetzt mal rot auch gemacht. Ich ermittle erstmal den Abschwächungskoeffizienten. In diesem Fall sollte es mal nicht Eisen, sondern Aluminium sein. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, das ist gegeben. Ich schreibe die Formel einfach hin, einfach abschreiben und sage 50 Kiloelektronenvolt, das ist das, was rauskommt, ist die Ausgangsintensität mal E hoch, diesen Kram. Aber ich weiß ja die Schichtdicke von 1,6 Zentimetern. Damit ich jetzt nicht mit dauernd Kiloelektronenvolt rumarbeiten muss und solchen großen Zahlen, sage ich einfach, ich teile mal schnell durch Kiloelektronenvolt, dann kommt hier raus 0,5, die Einheiten kürzen sich. Hier kommt eine 1, die spare ich mir dann und der Rest bleibt wieder wie abgeschrieben. Und jetzt logarithmiere ich, und zwar vorteilhaft mit dem natürlichen Logarithmus, weil wenn wir gleich sehen, hier an der Stelle, der natürliche Logarithmus von e ist nämlich 1. Dadurch kann ich mir viel Rechnerei ersparen. Logarithmengesetze, ich werde dann hier wahrscheinlich mal einen Link anfügen. Also hier, Leute, achtet immer auf diese Links. Die heißen dann i. Wenn man das nicht sieht, fährt man mit dem Finger drauf oder mit der Maus, dann sieht man das i wieder, kann da raufklicken. Und dieses Video wartet hier, das ist das Schöne. So gut, Logarithmengesetze und solche Sachen, also Links werde ich hier oben anfügen, einfach mal drauf achten. Und ich mache das jetzt in einem Rutsch. Das dritte Logarithmengesetz sagt ja, ich kann diesen Exponenten dann davor schreiben. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und da jetzt bloß noch e hoch, Logarithmus von natürlicher, von e hoch 1, ich sage schon e hoch 1 selber, e, also e hoch 1 übrig bleibt, kann ich das gleich mit 1 ersetzen. So, also teile ich jetzt durch Minus, nicht das Minus vergessen, 1,6 Zentimeter. Und die nächste Zeile heißt dann ganz einfach, logarithmiert auf beiden Seiten der natürliche Logarithmus. Oder Logarithmus naturalis, sagt man auch dazu, von 0,5. Und hier drüben habe ich ja bloß noch die 1. Geteilt durch minus 1,6 Zentimeter wird mein Epsilon sein. Also dieser Abschwächungsfaktor. Und da kommt dann raus minus 0,4332 und tralala, ganz, ganz, ganz viele Stellen noch dahinter, unendlich. Weshalb ich den jetzt hier so leicht türkis unterlegt habe, werden wir dann gleich sehen. Ich rechne jetzt weiter, jetzt kommt der zweite Teil. Ich wollte ja wissen, wie klappt das mit einem Sechzehntel? Wenn ich das mit einem Sechzehntel mache, schreibe ich hier ist bloß noch ein Sechzehntel der Intensität und hier habe ich eine stille 1 davor geschrieben. Das wäre meine Ausgangsintensität. Und ich übernehme das Minus, also wie in der Formel von oben, diesen ganzen Kram als mein neues Epsilon. Entweder ich nehme das gleich als Zahl und speichere die mir in den Taschenrechner, deswegen habe ich hier Punkte gemacht und rechne dann mit diesem gespeicherten Taschenrechnerwert weiter. Jetzt kommt wieder Tippeltappeltour. Beide Seiten logarithmieren, Exponenten nach vorne, dann sieht das so aus. Und ich habe jetzt ln von, Achtung, ich habe dieses Minus hier mit nach vorne genommen und dieses Minus bleibt vorsichtig. Ihr könnt das ja mal probieren und sagt, Minus mal Minus ist Plus. Könnt ihr machen. Dann wird hier allerdings was Komisches rauskommen. Werdet euch,
Also nicht wundern. Ist nicht weiter gefährlich. Ich sage dann, okay, jetzt kommt Tippeltappeltour, ich nehme das Gegenteil von diesem Kram mal. Also ich teile durch diesen Bruch, also nehme ich mit dem Reziprokenwert mal und schreibe mir den ganzen Kram so hin und vergesse dann zum Schluss nicht mal minus 1 zu nehmen. Und jetzt kommt raus 6,4 cm. Die ganze Sache mal, wenn ich nicht mit solchen Zahlenwerten operieren kann oder will, weil ich das mit dem Speicher nicht kann, nochmal ganz kurz gezeigt, dann sieht das schreibmäßig ein bisschen verrückter aus. Na komm, na, dann habe ich diesen ganzen Kram hier mal, diesen hell also türkis unterlegten Kram hier oben mal reingeschrieben als Exponenten und dann kommt das aber auch raus. Also es kommt auf beide Arten raus, das ist ganz egal. Ich hoffe, es hat geholfen. Also das, ich finde, das ist eine ganz nette Aufgabe mal, um auch mal exponentiellen Zerfall, in diesem Fall zerfällt die Strahlung sozusagen, durch allerlei Effekte, Compton-Effekt und so weiter und so fort, um das mal aufzuzeigen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen, denn das ist ja mein Ziel. Macht's gut!